Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, mit mir spielt irgendwo auch die Mathilde, die ist gerade beim Wasser holen oder kommt gerade zurück. Genau, also unser Plan war es, normalerweise hier hoch, da wo hier die ganzen Zombies rumlaufen, da in dieses wunderbare große Gebäude reinzugehen. Das Problem ist jetzt nur, wie wir festgestellt haben, sind unsere Motorräder nicht gespawnt, die hier unten standen. Und wir haben die leider auch nicht in den Taschen. Wie wollen wir jetzt davor gehen? Einer geht zurück und einer fängt schon an. Weil das Auto haben wir noch da. Das wird ja auf der Karte noch angezeigt, das Auto. Wäre eine Möglichkeit, ne? Ist natürlich ein wirklich fluchtlanger Weg. Ja, ja. Wenn ein Tag überhaupt ausreicht. Warum ist es so eine Idee, was man machen kann? Ja, ich gucke hier gerade noch, aber die stehen hier auch echt nicht. So eine Scheiße. Ja, also wenn du magst, ich würde zurücklaufen. Jetzt. Dann kannst du dir das Gebäude anschauen. Dann gehe ich da schon mal rüber. Ich werde es sowieso nicht schaffen. Ich versuche so ein bisschen querfeld einzulaufen. Da hat man uns so bei. Nee, macht keinen Sinn. Na gut, ich nehme mir hier so ein bisschen Hobostu mit. Ansonsten, Wasser ist auch in unserem Lagerfeuer. Wunderbar. Vielleicht finde ich ja da auch in diesem hohen Gebäude was. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hole das Auto. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Sonst komm der ich lange mal. Marsch der Mathilde. Sonst komme ich ja hier nicht weg. Jetzt müssten wir irgendwie so ein Rollen, rollen, rollen. Rawhide. Was für verdammt, was habe ich noch? Irgendein Kram mit dabei. Ja. Weil ich wollte es ja eigentlich, den Rest, den ich da noch liegen habe, wollte ich ja eigentlich in mein Motorrad packen, aber es ist ja nicht mehr da. Baue ich da oben nochmal eine Kiste und verstaue den restlichen Scheiß da oben. Auf dem Weg kann ich ja noch die Kadaver, die auf der Straße liegen, zerhauen. Zwecks Nitratgewinnung. Ja, hier standen sie. Hier standen unsere Motorräder. Naja. Toll, die Geier kreisen schon über mir. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Geier über einen kreisen. Zerlegen wir mal. Rest nehmen wir mit. Gut, das brauchen wir nicht. Jetzt wäre irgendwas richtig gut, das einem so einen Boost auf Energy gibt. Ich hier ein bisschen länger durchlaufen kann. Ah, ich esse mal mein Hobostu. Ich tipp das so ein bisschen.
Und bist du aus dem Wüstengebiet schon raus? Der war gut. Ich sag Bescheid, wenn ich aus dem Wüstengebiet rauskomme. Okay. Ich versuche so ein bisschen querfeldein zu laufen, wenn es möglich ist. Ich versuche auch nicht zwischendurch irgendwie Stopp zu machen, weil ich irgendwas sammle oder so. Ich versuche wirklich straight durchzulaufen. Also, so gut das meine Kondition ermöglicht. Oh, ganz schlechte Idee in diesem Scheißgebäude. Gleich zwei Spinnen, das gibt's doch nicht. Vor allem zwei Leuchtespinnen. I. Das ist wirklich I. Jetzt locke ich sie alle an hier. Ah. Hat mich die Sau noch einmal getroffen und mir das Bein gebrochen, dieses Arschloch. Oh. Also bei uns in der im Häkchen Basis haben wir auf jeden Fall noch Dings, heißen sie gleich. Oh. Bein hier schien. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Da kannst du dir vor allem auch noch Wasser nehmen. Also ich habe es auf jeden Fall schon mal in den Eingang geschafft. Ich war, glaube ich, einen Meter drinne und musste gleich wieder raus. Pass auf, da ich jetzt zur Basis gehe und gleich wieder hinlaufe, da spawnen die schon wieder. Pass auf. Verdammt. Hoch. Hops, 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 hops. And I would walk 500 miles, and I would walk 500. Ja, das passt ja. Total. Bei mir auf jeden Fall. Aua. Wir können ja dann gucken, wenn ich zu Hause bin, wie viel Kilometer Luftlinie das zwischen uns sind. Ich glaube nicht, dass es 500 Meilen sind, aber... So, Hochhaus, nächster Versuch. Ich sehe tatsächlich schon das verbrannte Gebiet vor mir in weiter Ferne. Das ist ja super. Gut, nächster Versuch. So 7-Meilen-Stiefel wären ganz nice. Bitte nichts Leuchtendes mehr. Oh, ich glaube, da ist eine Brücke über den Fluss. Juhu. Okay, die leuchten nicht, aber... Ja, es ist eine Brücke über den Fluss. Scheiße. Jetzt hat er mich abgelenkt, diese Sausack. 5 Meter laufen.
Sorry, Zombie, ich habe keine Zeit für dich. Ach, falsch markiert. Ups, da war daneben. Aber jetzt. Puh. Aua, blöder Kaktus. Ein kleiner blöder Kaktus. Juhu, ich bin aus dem Wüstenbiom raus. Hurra. Und es regnet. Ja, also ich laufe hier so. Was machst du? Tresor hacken. Hm. Ich hab's zur Information geschafft. Hm. Also nicht sehr weit. Also ich habe in den letzten... Wie lange bin ich jetzt schon unterwegs? Fast 6 Stunden. Immerhin 2 Kilometer geschafft. Oder wobei, nee, ich bin ja gar nicht um Punkt 4 losgelaufen. Ein bisschen später war es ja. Also ich glaube, der Eingangsbereich ist jetzt sauber. Das ist gut. So, jetzt gehe ich mal eine Etage höher. Okay. Was ist das hier für eine gebirgige Kacke? Ich will auch abkürzen. Mano. Nur mal ein bisschen feige. Ich bin auf jeden Fall in der Nähe von irgendeinem Händler. Schön immer auf das Köpfchen zielen. Bitte? Ach, ich habe nur so mit mir selbst gesprochen. So schön immer auf das Köpfchen zielen. So. Passt auch gerade richtig gut. Da lungert auch noch einer rum. Gut. Oh Mann, oh, wie weit ist es denn noch? Nicht mehr weit. Oh, ich glaube, ich habe auf jeden Fall schon über die Hälfte der Strecke hinter mir. Ist das frustrierend? Ja, aber du opferst dich ja fürs Team. Hm. Ich bitte dich nur nicht zu sterben. Da habe ich auch keinen Bock zu. Weil dann wäre mein Hinlaufen total umsonst gewesen, weil dann hättest... Oh, wir sind so doof, Heinrich! Warum ist keiner gestorben? Stimmt. Aber ich habe... Wer hat denn seinen... Ich glaube, ich habe hier meinen Schlafsack. Also ein Schlafsack? Nee, mein Schlafsack ist da. Und jetzt wird mir mein Motorrad wieder angezeigt? Echt, wo? Ich dreh durch. Bei uns jetzt oder was? Ja! Ich dreh gerade durch. Warte Heinrich, mal, warte mal. Heinrich ist nicht so blöd. Nee. Ich geh da jetzt mal hin und gucke. Also ich lauf jetzt trotzdem weiter. Ja, ich will jetzt nicht, dass es bei dir jetzt angezeigt wird und dann kommst du zurück und dann Edgy Badge. Dein Motorrad ist nicht da. Ja, gleich. Ich komme gleich zu euch. Immer mit der Ruhe. Oh,
Mann, warum hast du... Oh, das wäre so viel einfacher gewesen. Jetzt einfach, haben wir uns nicht einfach umgebracht, einer. Oh Mann, oh, das ärgert mich jetzt. Oh, wir sind so doof, Heinrich. Ja, aber ich hatte erst... Ich bin ja erst so häufig gestorben. Ich wollte jetzt nicht sterben. Das ist doof. Now entering the green biome. Und my English is heute very bad. Ja, das ist meins immer. Liegt aber daran, dass ich damals im Osten groß geworden bin. Da hatten wir kein Englisch in der Schule. So, wo soll denn dein Motorrad denn sein? Oh, dann muss ich ja jetzt auf die Karte gucken. Also du hast es doch bestimmt damals hier bei mir an einem Gebäude geparkt. Nee, mein Motorrad steht bei der Baustelle. Hä? Stimmt, da gehe ich da mal vorbei und gucke mal, ob das wenigstens der Wahrheit entspricht. Aber wir sind doch nicht von der Baustelle zu Fuß zurückgegangen. Nee, wir sind mit dem Motorrad wieder zurückgefahren. Ich meine, was auch immer jetzt rauskommt, ich gehe jetzt zurück und ich fahre mit dem Auto wieder in die Wüste. Also. Oder? Bring ich mich hier umbringen? Nee. Hätte ich gesagt, bringe ich mich hier einfach und hole meine Sachen hier mit dem Auto ab. Und hier ist jetzt gerade kein Zombie in der Nähe. Scheiß Vogel. Aber die Dinger waren nicht da, weil sonst, als wir uns umgeguckt haben, hätten die ja angezeigt werden müssen, trotzdem auf der Karte. Also ich habe nicht darauf geachtet, ob es eine Baustelle ist. Ich auch nicht, aber oben hast du ja da deinen Kompass, sag ich mal, und da hätten sie ja trotzdem angezeigt werden müssen. Stimmt, im Kompass wurden sie definitiv nicht angezeigt. Ja, sind sie alle beide. Ich kann meins nicht nehmen, weil da Scheiße drin ist. Oh. Ist es vielleicht meins? Oder ist da Zeug drin? Zeug drin. Hm. Gucken wir mal kurz wegen Vogel. Kein Vogel. Nein, nicht globaler Chat, verdammt. Übrigens wird mir jetzt auf dem Kompass das Auto nicht angezeigt, also nur zur Information. Ah, aber das könnte auch daran liegen, weil du das positioniert hattest. So, ich bringe schon mal die Motorräder zurück. Mhm. So, ich musste jetzt einfach mal aus Frust den Zombie erschlagen. Da hast du auch aus Frust mehrere erschlagen. Ich glaube, das kann jeder gut verstehen. Aber ich sehe gerade, ich bin kurz vorm Erreichen von Level 120. Und weißt du, was es gibt, wenn ich Level 120 bin? Ein Kopter, Kopter, Kopter? Ja! Das wäre echt cool, wenn wir das nur erleben könnten. Doch, das kriegen wir hin, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also eine Nacht im Bergwerk und das ist erledigt. Ein paar Zombies erledigen und... Also ich gehe davon aus, dass ich noch am heutigen Tag das schaffen werde. Also willst du noch gleich bauen, ja? Keine Ahnung, nein, aber auch wenn ich ein paar Zombies klatsche, müsste das noch klappen. Ich weiß ja nicht, was ich alles für den Kopter brauche. Juhu, da ist schon unser Berg. Ich sehe unseren Berg, ich sehe unsere Schneetannen. Juhu! 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 Ich hätte also mit dem Motorrad vorfahren können, aber egal. Schon mit Erk. Jo. Ich habe bisher erst... wenn man mal guckt. Erdgeschoss. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, acht, bestimmt 12 Etagen. Dach 13 oder so. Plus, minus.
1. Also in dem Tempo, den ich hier gerade arbeite, sind wir in 15 Folgen fertig oder so. Ja, du bist ja auch alleine, kleiner Heinrich, ne? Alleine mit viel Zombies. Heinrich allein zu Hause, im Hochhaus hier. So, Zombies, ich bin wieder da. Road Warrior Mathilde macht sich auf den Weg. Es kann weitergehen. Wo seid ihr denn? Okay, hier ist zu. Oh, aber bevor ich weiterfahre, upsala, fahre ich einfach Kackeln um. Ein kleiner Sausack, wo kommst du denn her? Und ich noch mal schnell ein bisschen Benzin. Wo kam der denn hergeschissen? Vorhin war doch hier keiner mehr. Und das war wirklich so, ich habe 2-3 Mal geschlagen, natürlich immer daneben. Aber der Zombie trifft. Achso, gibt der Stoff eigentlich hier, ne? Nee. Scheiße. Kein Stoff. Nee, da brauchen wir nicht. Geh weg. So, Benzin. Nicht, dass ich unterwegs noch liegen bleibe. Das wäre richtig doof. Ja. So, warte, wo habe ich jetzt das Auto hingestellt? Wo steht das Auto? Ich hatte hier doch Fackel umgefahren. Ist schon weiter hier oben. Da ist das Auto. Oh. Ich werde schon paranoid hier. Ach, das war noch aufgefüllt. Es hat nur noch 50%. Ah. Naja, es muss ja auch nicht mehr lange durchhalten, ne? Nee. Mathilde kommt. Bis auf der Heimreise. Oh. Nee, ich fahre jetzt von zu Hause weg. Was macht ihr denn alle da? Oh Gott, die sind ja wild. Jetzt haben wir gar nicht geguckt. Ich glaube, so knapp 4 Kilometer war. Fuck you! Fuck you too! Die gehen aber ganz schön langsam, so vergleichsweise, wenn man überlegt. Irgendwie 6 Stunden oder sowas. 6, 7 Stunden. Ach, zu spät, scheiße. Jetzt ernsthaft? Ja, haben mich erwischt. Erscheinst du auf dem Bett, dann hole ich dich nämlich ab. Soweit bin ich noch nicht weg. Lassen wir uns überraschen. Erscheine auf dem Bett. Ja, ich bin immer auf dem Haus. Also, wenn ich gestorben wäre, hätte es nichts gebracht. Ach so. Okay. Habe ich ja gesagt. Weil mein Bett wird auch da angezeigt. Ich habe eins auf dem Dach gestellt, also... Na gut. Sonst wäre ich jetzt nochmal schnell umgedreht und hätte dich nochmal abgeholt aus unserer Bergbasis. Oh, diese Brücke ist wirklich langsam sehr im Arsch. Nachdem ich da jetzt mit dem Auto drüber gefahren bin. Natürlich nichts drin. Verdammt. Tut mir leid, Hundi. Ich hab's eilig. Oh ja, diese Brücke hält auch nicht mehr wirklich was durch. Aus, was auch immer.
Da haben sich... Oh, da muss ich jetzt gut zielen. Ja, was wolltest du sagen, lieber Heinrich? Ich dachte, da haben sich gerade 4, 5 Zombies in so einer kleinen Verkaufs... versteckter. Ups. Ah, da ist einer. Da frage ich mich manchmal auch, wie sind die da alle reingekommen? Gangbang? So mal, wie du gleich denkst. Kann aber sein. Ich sag mal, vielleicht hatten die auch einfach nur Angst. Ich meine, hat sie den Instinkten gefolgt? Herdentrieb, die Herde bietet Schutz. Ist ja auch eine Sache. Wo kommt ihr schon wieder hier? Wollt ihr mich verarschen? Alle übersehen oder was? Knapp die Hälfte des Weges habe ich wieder hinter mir. Das reicht's mir hier. Ein Zombiebär. Und ich bin wieder im Wüstengebiet. Hurra! Okay, ich habe die nächste Etage durch. Ja, ich weiß nicht, ob es noch so viel Sinn für mich hat, gleich noch in das Hochhaus zu kommen. Keine Ahnung. Ich gehe in ein Treppenhaus und baue da ein bisschen rum. Okay, ja, ich werde wahrscheinlich mir irgendein Haus schnappen und das ein bisschen looten, zwecks XP-Gewinns. Hier in der Nähe ist auch ein Airdrop runtergekommen. Okay. Vielleicht gibt's da ja Munition. Ich sehe ihn momentan noch nicht. Also er müsste jetzt wirklich ins Wüstenlevel-Gebiet gekommen sein. Ja, mir wird gerade noch keiner angezeigt. Aber ich sehe auf jeden Fall schon das Hochhaus. Das ist schön, das freut mich. Ich bin jetzt nämlich am Bates Motel. Na gut. Ach weiß, ich schaue mir einfach jetzt dieses Haus hier an. Ich werde es ja eh nicht mehr wirklich zu dir schaffen. Kann ich hier auch noch ein bisschen Zombies klatschen. Condemned. Keep out. Auf. Hast du es, wenn die mich von hinten erschrecken? Selbst wenn das so ein kleiner Billig-Zombie ist, ich mag das nicht. Oh, kann ich verstehen. Weil das ist auch nur so ein kleines Billighaus hier, das dazu noch verbrannt ist. Genau. Schießpulver. Ich hasse diese Laufe Zombies. Komm, stell dich hin. Ich
rein. Jetzt habe ich einen Bürostuhl mitgenommen. Die scheinen ein bisschen aggressiver zu sein. Na, ich habe ja auch. Ah, verdammt, ich habe den Stuhl wieder aufgesammelt. Aua. Dann machen wir Schicht für heute Abend hier. So, ich war in Etage 4. 3 habe ich quasi übersprungen. Ich hab grad einen Zombie gesehen? Nein, Müll. Ah, der kloppt den Stein kaputt. Viel Vergnügen. Ups. Wow. Oh, ich komme jetzt raus. Mach das. Na los, komm her. Entschuldigung, war das dein Kopf, der gerade explodiert ist? Wer macht denn hier so einen Krach? Ist der hier im Boden oder eine Etage über uns? Ja! Mathilde ist Level 120. 120. 120. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, in der Nacht werde ich mir anschauen, was ich brauche, um einen Hubschraubschraub zu bauen. Das heißt immer noch Hubschrauber. Hubschraubschraub. Da ist ein Loch im Boden. Huch, das ist ein Laternenpfahl. Ah, da hinten fest. Soll ich dich abholen? Nein, brauchst du nicht. Ich hol dich ab. Nein, ich sehe gerade einen Safe, den ich noch öffnen will. Mann, dieser scheiß Sessel. Weg. Oh, fuck. Ja, irgendwie nicht viel passiert heute. Ich hatte viel zu tun. Ich bin viel gelaufen. Ich bin einmal gestorben. Ich bin stolz auf dich. Juhu. So, das können wir auseinandernehmen. Aber ich würde sagen, sehr viel mehr als einen Tag sollten wir nicht mehr in diesem hohen Gebäude verbringen. Ich war jetzt schon in Etage 4. Wir müssen jetzt die ganzen normalen Etagen ja nicht
Ich glaube sowieso, in den obersten beiden ging es gut ab. Von Loot her. Das heißt, wir können ja noch einige überspringen. Warum kann ich nicht rein? Das weiß ich nicht. Okay. Fahre ich nach Haus. Naja, nicht ganz nach Haus, aber... Genau, wir waren in der Post. Ich höre das Fahrzeuggeräusche gar nicht mehr. Die Reifen drehen sich nicht. Das höre ich. Das ist manchmal echt so eine Panne. Gut. Wir sind at home. Hallo, Motorrad. Dann würde ich sagen, machen wir auch gleich hier einen Break. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Genau. Ich gehe jetzt schlafen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüssi. Ciao.